Hast du alle Sachen eingepackt? Ich habe an alles gedacht. Duftkerzen, Yogamusik, Kissen und genug zu essen für mindestens 3 Tage. Keine Panik, keine Panik. Hallo da drin, wir bekommen ein Kaninchen. Hallo Schwester, was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja, dann komm mal besser mit. Kann ich denn auch mitkommen? Muh, Sie müssen bitte erst das Auto parken. Aber keine Sorge, ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit. Alle Mann aus dem Weg! Meine Schwester bekommt ein Baby! Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher. Das sollte ja wohl für einige Tage reichen. Oh, wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto. Wir brauchen ihn nicht mehr. Was? Papa, jetzt hast du die Geburt verpasst. Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides. Wir haben nämlich Zwillinge. Oh, toll! Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Hallo. Können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Peppa. Oh. Sind es Jungen oder Mädchen? Na, beides. Ein Junge und ein Mädchen. Sie heißen Lotte und Laurenz. Also habt ihr doch beide Namen genommen. Ja. Lotte Löffel und Laurenz Löffel. Das sind die besten Namen der Welt. Und wir haben sie uns ausgedacht. Kommt mal! Da ist Knöpsi, die Schildkröte. Hallo Knöpsi. Sag mal, was machst du denn hier? Knöpsi! Knöpsi! Da kommt Dr. Hamster, die Tierärztin. Knöpsi ist hier! Gott sei Dank, ihr habt ihn gefunden. Oh, du freche Schildkröte. Ab in deine Kiste. Jetzt ist Schlafenszeit. Es ist aber noch keine Schlafenszeit. Es ist Schlafenszeit für Knirpsi. Er schläft den ganzen Winter lang und wacht erst im Frühling wieder auf. Das klingt gemütlich. Du schläfst wohl richtig gerne. Was, Pedro? Genau. Oh nein. Knirpsi? Knirpsi ist wieder ausgebüxt. Guckt, er ist auf dem Baum. Knirpsi, mir ist wirklich schleierhaft, warum du so gerne auf Bäume kletterst. Wie sollen wir Knirpsi da bloß wieder runterholen? Wir fällen einfach den Baum. Nein, ich rufe lieber die Feuerwehr. Hier Feuerwehr. Was ist los? Schildkröte auf dem Baum? Schon wieder? Wir sind unterwegs. Bitte Platz machen. Die Feuerwehr hat eine ausfahrbare Leiter. Komm schon, Knirpsi. Knirpsi klettert noch höher in den Baum. Komm her, du kleines Gürkchen. Frau Kuh klettert auch auf den Baum. Seien Sie vorsichtig, Frau Kuh. Oh je, ich stecke fest. Kühe können nicht sehr gut auf Bäume klettern. Halten Sie durch, ich komme Sie holen. Hierher, Knirpsi. Oh, jetzt stecke ich auch fest. Elefanten können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Tja, das war ja wohl mal gar nichts, ne? Aber was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wir fällen einfach den Baum. Nein! Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Sie tragen Kostüme aus vielen verschiedenen Ländern. Heute feiern wir den Internationalen Tag. Und das heißt, wir feiern alle Länder auf dieser Welt. Hurra! Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland. Pedro ist Amerika. Yeehaw! Zoe ist Japan. Konnichiwa! Luzi ist Holland. Hallo. So sagt man in Holland Hallo. Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr denn noch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für
die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papa singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins, zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Ahoi! Das Postauto. Es ist Herr Zebra, der Postbote. Guten Tag, Frau Kleff. Ich habe eine Postkarte für Sie. Dankeschön, Herr Zebra. Tschüss dann. Von wem ist die Postkarte denn, Mami? Sie ist von Captain Kleff. Papi! Er schreibt, dass er seine Weltumsegelung beendet hat und jetzt nach Hause kommt. Oh! Wie aufregend. Wann wird er wohl zurück sein? Ahoi auch, Herr Zebra. Ruff. Hallo, Captain Kleff. Hallo! Papi! Klausi! Papi! Klausi! Papi! Captain Kleff ist wieder an Land. Mein Captain Kleff! Mama Kleff, mein Herzensschatz! Für wie lange bleibst du jetzt hier, Papa? Für immer! Ich habe beschlossen, das Reisen sein zu lassen. Ich habe die Welt gesehen und ich habe mein Glück gemacht. Oh! Und wieder verloren. Oh! Und wiedergefunden. Hurra! Ich liebe das Reisen. Aber es gibt etwas, das ich wirklich vermisse, wenn ich fort bin. Was denn, Papa? Natürlich meine Lieblinge! Darum hänge ich meine Kapitänsmütze mal an den Nagel. Ich erzähle euch nun alles über meine vielen Reisen. Ich war wieder einmal eine Ewigkeit unterwegs, segelte rund um die Welt. Einmal ganz rum? Jo. Was passierte, als du ganz unten warst? Bist du runtergefallen? Nein, ich fuhr hart am Wind. Boah, was für ein Abenteuer. Das war es. Und ich habe euch allen Geschenke mitgebracht. Oh! Heute haben wir einen besonderen Gast. Und er spielt mit euch Basketball. Oh! Hallo! Papa, es ist noch nicht Abholzeit. Zu uns kommt heute erst noch ein Basketballlehrer. Das bin ich. Ich bin euer Coach. Einen Basketballlehrer nennt man Coach. Oh! Gut gemacht, Papa. Peppa, nenn mich Coach. Okay, Papa Coach. Kann denn einer von euch schon Basketball spielen? Nö. Es macht Spaß. Ihr müsst rennen, den Ball titschen und in den Korb werfen. Boah! Baby-Eier-leicht. Oh. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Um gut in Basketball zu sein, muss man hart trainieren und sich fit halten. Sind Sie denn fit, Papa Coach? Ja, ich bin super fit. Aber Papa Coach, du hast ein dickes Bäuchlein. Dieses Bäuchlein sind pure Muskeln. Zuerst spielen wir mal den Ball von hier nach hier. Das krieg ich wohin. Nein, Klausi. Doch nicht mit deinen Füßen. Das ist Fußball. Klausi Kleff mag Fußball. Beim Basketball titscht man den Ball mit seinen Händen. Seht mal her. Wer möchte es mal probieren? Ich. Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig. Gut gemacht, Luzi. Jetzt probiert es alle aus. Alle üben, den Ball titschen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch angreifen.
Was ist angreifen? Angreifen heißt, einem anderen Spieler den Ball abzunehmen. Schaut her. Versuch, ihn mir abzunehmen, Schorsch. Schorsch ist sehr gut im Angreifen. Papa Wutz, du müsstest hier wirklich dringend mal putzen. So schlimm sieht es nicht aus. Aber da sind überall Spinnenweben. Ich mag Spinnenweben. Sie geben dem Raum Charakter. Wo Spinnenweben sind, sind auch Spinnen. Ich kann Spinnen überhaupt nicht leiden. Ich schon, denn Spinnen fangen Fliegen. Und ich finde Fliegen grässlich. Gut, aber nur solange mir keine Spinne unter die Augen kommt. Eine Spinne. Schönen guten Tag, Herr Spaghettibein. Oh, wo bist du denn hin? Findet ihn. Ich will ihn nicht im Haus haben. Alle suchen Herrn Spaghettibein. Herr Spaghettibein ist nicht im Aktenschrank. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht unter dem Hocker. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht auf dem Tisch. Oh. Ich frage mich, wo Herr Spaghettibein steckt. Das klingt, als ob Mama Wutz ihn gefunden hat. Keine Angst, Mami. Weg! Schafft ihn raus! Na gut, dann nehmen wir Herrn Spaghettibein mit in den Garten. Jetzt hat Herr Spaghettibein den ganzen Garten zum Spielen. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es fängt an zu regnen. Herr Spaghettibein rennt zurück zum Haus. Vielleicht mag er den Regen nicht. Er klettert im Regenrohr hinauf. Klitzekleine Spinne läuft im Rohr hinauf. Fällt der Regen runter, spült sie wieder raus. Kommt die liebe Sonne, wimmt alles wieder auf. Klitzekleine Spinne läuft gleich wieder rauf. Ich möchte Herrn Spaghettibein nicht im Haus haben, Papa Wutz. Dann bringen wir Herrn Spaghettibein ein bisschen weiter in den Garten. Papa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug in die Berge gemacht. Zeit für die Heimfahrt. Abmarsch ins Auto. Ich hoffe, dass Sie die wunderschöne Aussicht hier genießen konnten. Danke für den Besuch. Schüssel, Schüssel. Nein, Schorsch. Mit dem Autoschlüssel kannst du nicht spielen, sonst verlierst du ihn. Du spielst aber mit dem Autoschlüssel, Papa. Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich ihn nicht. Oje, Papa Wutz hat den Autoschlüssel in den Gulli fallen lassen. Oh, fertig und ab nach Hause. Das könnte vielleicht schwierig werden. Weshalb? Papa hat den Autoschlüssel in den Gulli da fallen lassen. Oh, Papa Wutz. Nicht aufregen. Ich hole den Autoschlüssel wieder heraus mit diesem Stock. Hurra! Der Gulli ist wohl tiefer, als ich gedacht habe. Der Stock ist zu kurz, um an den Schlüssel zu kommen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Angelrute. Mit dem Haken können wir den Schlüssel rausfischen. Vielleicht verkauft Frau Mümmel ja Angeln. Verkaufen Sie Angeln? Das tue ich allerdings. Ich weiß nicht, warum. Hier in den Bergen können Sie eigentlich nicht fischen. Wir fischen auch keine Fische. Wir fischen nach Schlüsseln. Mein Papa hat den Autoschlüssel da in den Gulli reinfallen lassen. Oh, den kriegt er da nie wieder raus. Der Gulli ist wirklich tief. Wozu braucht man Gullis? Durch die Gullis fließt das Regenwasser ab und dann zum Meer. Die Angelleine ist nicht lang genug, um den Schlüssel zu erreichen. Oh je, Mini. Wie tief ist dieser Gulli denn? Probieren wir mal aus, wie tief er ist. Mit diesem Stein. Gute Idee, Frau Mümmel. Wir können zählen, wie lange der Stein braucht, bis er ganz unten ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. Nein, 10. Alles muss versteckt sein, ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Peppa kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy.
Hallo Peppa, was machst du denn hier? Wir spielen alle Verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Pass mal auf. Hab euch! Oh, hallo Freddy! Aha, da seid ihr! Oh! Buh! Oh! Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh. Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. Finde Luzi mit geschlossenen Augen. Kein Problem. Versteck dich, Luzi. 1, 2, 3. Luzi überlegt, wo sie sich verstecken könnte. 6, 7, 8, 9, 10. Alles muss versteckt sein. Jetzt komm ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Hab dich! Oh! Und alles nur mit meiner Nase! Du hast eine super Nase! Ja, das stimmt! Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander! Hallo Peppa! Hallo Schorsch! Hallo Cousine Chloe! Hallo zusammen! Hallo Onkel Wutz! Hallo! Hallo Tante Wutz! Du kennst unser Baby Alexander noch, oder Peppa? Ja! Ja, bleibt ihr für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Babyzeugs. Oh. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh, hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Bäh. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal, hier kommt ein Flugzeug an. Ui. Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Hurra! Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein. Ho, ho, ho. Hallo alle zusammen. Hallo Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Und du? Hohoho, natürlich. Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Xylophon. Ein Hütchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug, bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug, den ich richtig fahren kann, mit richtigen Passagieren. Hoho, mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung, wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah ja,
Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh ja. Wie alt bist du? Hoho, ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft, wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück. Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich, genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Oh ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Banjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Oh ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da, genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum, bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum, herum. Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute, nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke, wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer. Machen wir. Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal, unsere Sandburg ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. Eins, zwei, drei. Es gibt nicht viele Verstecke auf der Pirateninsel. Seid ihr schon versteckt? Ich komme.
Hab euch! Oh. Aber wo ist Schorsch? Opa Kleff kann Schorsch nirgends finden. Ich geb's auf, wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Kleff versteckt. Kluger Schorsch! Seht ihr wohl, das Fliegen ist wichtig für Hini, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Hini noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Dr. Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch, du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier, das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wiedersehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Burgen bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da! Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Mama, Papa, es ist Weihnachten! Was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa! Keine Panik! Alle Mann an Deck! Es ist Weihnachten! Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann.
Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja, ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Wanderine. Der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und George haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht... Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie! Dieses hier ist für George. Es ist eine Autorennbahn. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin. Auf geht's. Achtung, fertig, los. Brumm. Brumm. Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Brumm. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Kuckuck! 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 Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama! Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. 1, 2, 3. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel, aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen! Wiedersehen! Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Ahoi, Opa Wutz! Herrlicher Tag zum Schippern! Ja, ahoi auch! Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich! Wo ist denn dein Boot? Ich stehe grad drauf. Hohoho, ist es gesunken? Tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Captain! Ei, ei, Skipper! Opa Kleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch,
Opi Mümmel. Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich, ich muss den Schaden gerade mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja. Dankeschön. Also, Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi. Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich hab mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich hab mir am Knie wehgetan und ich hab auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll. Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oho, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden, unter den Blättern von einem Busch. Hurra, ein Ei für mich! Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden, in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Ja. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei. Oh, Edmund, mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Frau Löffel,
Warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mümmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Oh. Frau Mümmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Oh. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zu arbeiten. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mümmel. Frau Mümmel ist krank. Ich werde Ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mümmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Luzi Locke hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst, ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen, Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mümmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Opa Kleff führt seinen Abschleppwagen vor. Wollt ihr mal das Signal von meinem Abschleppwagen hören? Frau Locke führt das Feuerwehrauto vor. Das ist das Signal vom Feuerwehrauto. Und Frau Mümmel führt ihren Rettungshubschrauber vor. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Ui. Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Ja, bitte. Na schön, hüpft rein. Oh weh, kein Platz mehr für mich. Kein Problem, ich guck von hier unten. Papa Wutz mag lieber nicht so hoch oben sein. Juhu, der Hubschrauber geht in die Luft. Ja, er fliegt gerade nach oben. Oh, und gerade nach unten. Ui. Oh, er kann sogar Loopings fliegen. Ui. Armer Papa, er verpasst ja den ganzen Spaß. Ja, armer Papa. Einmal Eis, bitte. Lecker. Wir könnten wieder landen, oder? Notalarm, Notalarm. Rettungshubschrauber, bitte kommen. Schon unterwegs. Ihr habt Glück. Wir haben einen Noteinsatz. Herr Bulle baggert die Straße auf. Oh, hallo, Frau Mümmel. Ich habe hier ein mächtig großes Eisenrohr wegzuheben. In Ordnung, Herr Bulle. Wie können Sie so ein mächtig großes Rohr heben? Mit meinem starken Magneten. Hurra! Und was machen Sie jetzt mit dem Rohr? Hab ich noch nicht überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann leicht wieder. Und jetzt kann ich euch nach Hause bringen. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich. Nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Psst! Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, also nur ein Erwachsener. Achtung! Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte!
Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Pieksenadelnudel. Pieksenadelnudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pass auf. Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihm ja nichts von unserem Geheimclub. Hallo. Oh, Frau Locke, da sind Sie ja. Wie steht's? Geheimclub. Oh nein. Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papa-Didel-Dudel-Damm. Papa-Didel-Dudel-Damm? Du bist drin. Und was mache ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama, aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Geheimclub? Oh.